Erster Puckdrop der neuen Saison in Straubing. Eine Menge neuer Gesichter bei den Tigers. Neun Neuzugänge im Line-Up für Tom Porkel. Und zu Gast die Fishtown Pinguins aus Bremerhaven, die gar nicht so viele neue mit dabei hatten. Dort eher die alten Gesichter, die Konstanz im Kader, das Go und das Plus für die neue Saison. Und Bremerhaven startete auch entsprechend gut, wirkte wie eine eingespielte Einheit und kam zu einer ersten Gelegenheit nach wenigen Minuten durch Jake Virtanen. Toller Save von Miska. In der Folge dann aber Straubing, die peu à peu stärker wurden. 13 Minuten gespielt. Das ist Justin Braun, Neuzugang aus der NHL. Schönberger und dann Bronhuber mit der besten Gelegenheit für die Gastgeber in Durchgang Nummer 1. Gut vorbereitet von Braun, der viele Schüsse von der blauen Linie nahm. Schönberger kommt nicht an Franz Repp vorbei und Bronhubers Nachschuss geht ans Außennetz. Vorteile Straubing, gerade im zweiten Teil des ersten Drittels aber keine Tore nach 20 Minuten. Das sollte sich dann im Mittelabschnitt ändern. Zunächst wieder Bremerhaven mit dem besseren Start. Das ist Wikingstad aufs Zuspiel von Mauermann, der da noch gestört wird. Von Kleiner sind wir hier, der Stockschlag. Und der hatte einen Penalty-Shot zur Folge, den Wikingstad höchstpersönlich ausführte, aber nicht vorbeikam an Hunter Miska. Aber das Spiel nahm jetzt auch vor den Toren richtig Fahrt auf, nur wenig später. Bremerhaven in der Lage, sich festzusetzen mit der Slowenenreihe, mit Jeglic, Verlic, Urbas. Das ist Lukas Käble und Giga Jeglic in der Mitte hält den Schläger rein. Das 1:0 für Bremerhaven, toll herausgespielt. Straubing ein bisschen müde, aber vor allen Dingen, was Lukas Käble, der neue Verteidiger, da macht, ist natürlich bockstark. Was für eine Übersicht, nicht selbst den Schuss zu nehmen, sondern Jeglic das Ding perfekt auf den Schläger zu servieren. Nach 7 Jahren in Nordamerika, bei seinem DEL-Debüt mit diesem tollen Assist. Aber Straubing, die schüttelten sich kurz und kamen dann wieder stark zurück. 2:1 Konter Bradley und Marcel Müller, der Ausgleich. Auch für ihn natürlich ein Traumeinstand beim neuen Arbeitgeber. Letzte Saison noch in der DEL 2 in Krefeld gespielt, aber Müller weiß natürlich auch, wie das mit dem Toreschießen in der DEL funktioniert. Oben links von ihm aus gesehen, über die Stockhand von Franz Repp zum Ausgleich. Wenig später Powerplay. Straubing, wieder Müller beteiligt am Ende der Nahrungskette. Tyler Sheehy, Neuzugang aus Nürnberg, mit dem 2:1 Spiel gedreht. Sehen wir nochmal, der Schuss von Mettinen, noch pariert von Franz Repp. Müllers Nachschuss an den Pfosten. Sheehy ist dann nicht mehr zu verhindern. Also 2:1 Straubing, die letzten Sekunden des zweiten Drittels. Dann wieder so ein Mauermann-Pass in die Mitte auf Markus Wikingstad. Und diesmal klappt's mit dem Treffer. 2:2, 12 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels. Ja, benutzte den Verteidiger noch so ein bisschen als Screen. Aber toller Abschluss natürlich auch. Schwer zu halten für Miska, weil eben mit der Rückhand abgefeuert. 2:2 nach 40 Minuten. Passte insgesamt durchaus zum Spielablauf. Denn es war ein ausgeglichenes Spiel zwischen beiden Teams, das dann in der ersten Minute des letzten Drittels die erneute Führung für Bremerhaven sah. Friesen bedient Brokiese, der lässt dann noch einen Straubinger ins Leere rutschen und vollendet gekonnt neben den linken Pfosten. Zum zweiten Mal an diesem Abend also die Fishtown Pinguins in Führung. Und diese Führung hielt eine ganze Weile, bis 5 Minuten vor Schluss, dann der Auftritt von Marcel Brandt, ein Solo aus dem eigenen Drittel heraus zum 3:3. Da übernimmt er die Scheibe hinterm eigenen Tor und dann gibt es kein Halten mehr. Fliegt dadurch 2 Bremerhavener hindurch, benutzt 2 weitere als Sichtschutz und schießt dann auch noch Franz Repp das Ding durch die Schoner. Später Ausgleich für die Tigers. Das Spiel ging also in die Verlängerung und die Partie hatte hinten raus natürlich noch eine besondere Pointe parat. Denn die Straubing Tigers hier mit dem entscheidenden Treffer erzielt von Philipp Samuelsson. Letzte Saison noch in Diensten der Fishtown Pinguins aus Bremerhaven. Jetzt entscheidender Siegtorschütze zum ersten Heimsieg der neuen Saison der Straubing Tigers. Pretty good tempo, I thought, for the first game of the season. You could tell everyone is real excited to be back and playing in front of crowds like this. It's amazing. So obviously nice to get the 2 points here, and we'll look to build for a better game on Sunday.
This is never an easy place to take points. So it's nice to get the one point, but I think we're in good shape there in the third period and give up an unfortunate goal and then unfortunate to come home just with one point. Beide Teams punkten also zum Saisonauftakt und spielen Hockey, das Lust auf mehr macht. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.